Hallo, heute mal das Video Skalierung. Warum das Thema Skalierung? Weil es eine ganze Menge Videos da draußen gibt, die ich mir auch zum Teil reingezogen habe im Jahr 2022 zum Thema Skalierung, und ich wahrscheinlich nicht ganz falsch liege, wenn ich sage, das Thema Skalierung ist das schwierigste Thema oder die größte Herausforderung vom Sprung vom Einzelunternehmer, vom Solo-Entrepreneur oder selbstständigen Freelancer hin zum eigentlichen Unternehmer, sodass Leute für dich arbeiten, für den Unternehmer. Also jetzt von der Brille eines Selbstständigen aus gesehen. Und es gibt da einiges dazu zu sagen, und warum das die größte Herausforderung ist. Wahrscheinlich 5 große Herausforderungen, die du da haben wirst, wenn du dich in der Position befindest, wie die allermeisten. Es gibt 1,43 Millionen Selbstständige in Deutschland, und davon, glaube ich, weniger als 1% machen über 1 Million Euro Umsatz im Jahr. Und das hat natürlich seine Gründe, weil es sehr schwierig ist, über 1 Million Euro Umsatz zu machen als Solo-Entrepreneur. Deshalb brauchst du Leute, die für dich arbeiten, und das bringt dann wiederum wirklich einige Herausforderungen mit sich. Und die erste wirklich große Herausforderung ist das Thema Duplikation. Du wirst halt nicht drum herum kommen, das, was du tust als Selbstständiger, zu duplizieren. Zunächst erstmal deine Kunden zu duplizieren. Das heißt, die Kunden, die du hast, dir weitere Kunden zu suchen, die vergleichbar sind. Warum vergleichbar? Weil du ja deine Dienstleistungen, das ist der zweite große Punkt, auch duplizieren musst. Und nur wirklich Leute unter dir haben kannst, letztendlich, die genau das Gleiche können wie du. Ansonsten könntest du ja nicht bewerten oder beurteilen, was sie tun und ob sie auch die gleiche Qualität abliefern, so wie du sie ablieferst. Ich weiß, dass in vielen größeren Firmen das ein bisschen anders läuft, aber wir sprechen jetzt nicht von Konzernstrukturen. In größeren Firmen geht auch vieles unter. Ja, wir sprechen jetzt hier von 1000 Firmen mit 1000 Mitarbeitern aufwärts. Da gibt es durchaus viele, sagen wir mal, ja, andere Konstellationen. Ja, aber wir sprechen jetzt immer vom kleinen Unternehmer. Und was ich hier auch immer wieder sehe, ist zum Beispiel, insbesondere auch bei den Coaching, also bei diesen Beratern und Coaches, die halt auch wieder aus dem Boden geschossen sind und nach wie vor aus dem Boden schießen, dass dort hauptsächlich sich als zur Vermarktung der Chef präsentiert, und wenn man dann sozusagen das Coaching dann bucht, man mit dem Chef dann eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Ja? Und mit dem eigentlichen Coach, der ihn ja dazu überzeugt hat, das Coaching zu buchen. Hat man es dann erstmal gebucht, dann hat man sozusagen, wird man dann gecoacht von irgendwelchen anderen Personen, die man bis dato noch nie kennenlernen durfte. Und diese Personen sind in der Regel unterschiedlich in ihrem Skillset. Und einige davon natürlich weit unter dem Skill-Level, wie der eigentliche Chef des ganzen Coaching-Unternehmens oder Berater-Unternehmens. Und diese Struktur, die gibt es durch die Bank überall, auch bei großen Beratungshäusern und so weiter. Da gibt es Junioren, Senioren und so weiter. Die haben dann auch unterschiedliche Rates, also Tagessätze, Stundensätze. Das heißt, wenn ich jetzt im normalen B2B-Business, wenn ich jetzt hingehe zu einem großen Beratungshaus und ich buche mir dort Beratung, dann kann ich mich entscheiden, ob ich mir jetzt einen Junior buche, ja, oder genauso wie beim Steuerberater oder beim Anwalt, einen Senior buche, eine Hilfskraft buche,
für eine Hilfskraft, die mir meine Buchhaltung ein bisschen macht, zahle ich vielleicht 70 Euro die Stunde. Ja, für einen Senior zahle ich halt dann schon 150 oder 300 Euro die Stunde. Und für den absoluten Chef, wenn ich von dem persönlich beraten werden möchte, zahle ich halt dann einen Tausender pro Stunde bei diesem großen, ja, irgendwie so in der Richtung, ja. Bei den Coaching-Programmen ist es halt manchmal ein bisschen irreführend, weil man dort halt die ganze Zeit nur den Chef sieht und die ganzen Tipps und so weiter, den Free-Content, also den Gratis-Content reinzieht sich und dann letztendlich jeder, der sich dann das Coaching bucht, also ohne Vorwarnung sozusagen, sich mit dem Coaching halt ein Junior bucht in der Regel, ja, und dann man kommt, wenn man dann schon im Coaching drin ist, dann kommt man erst so langsam dann mit, bekommt man dann mit, dass man sozusagen ja dann noch wesentlich mehr zahlen muss, also bis rauf in Masterminds irgendwie, die halt 120.000 Euro kosten, wenn man dann sozusagen direkt mal gecoacht werden möchte, in kleineren Gruppen, auch noch nicht 1:1 von dem eigentlichen Chef. Und das ist immer so ein bisschen, na, würde ich mal sagen, das ist ein bisschen eine Kommunikationslücke drin, die, glaube ich, ganz bewusst so gewählt ist, weil es sind ja auch Top-Marketer meistens, die diese Coaching-Programme haben und wo ein bisschen, sagen wir mal, die meisten wahrscheinlich dann erst mitbekommen, wenn sie dann bereits gebucht haben. Ja? Das ist so ein bisschen mein Feedback zu dem ganzen Thema und ich habe natürlich Verständnis dafür, dass die das so machen müssen, um zu skalieren, ja, weil du kannst ja nicht skalieren, indem du jemanden dir reinholst, der genauso gut wie du ist und dann genauso gut viel Geld bekommt, weil dann hast du ja keine Marge. Und das ist das ganz große Problem beim Punkt Skalieren. Und das betrifft aber alle. Wenn es so einfach wäre, würden alle ganz schnell große Firmen aufbauen. Das ist nun mal die Hauptherausforderung Nummer 1. Bis zum nächsten Video. Dein Thomas Klein und ciao.